Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Bevor es richtig losgeht, möchte ich eine kurze Sache anmerken. Und zwar, man kann hier auf Datei wählen. Echt cooler Übergang auch. Kann man entweder eine Datei wählen oder hier auf Fortsetzen drücken und dann kommt man direkt ins Game. Dann verschwindet hier die Schrift und man wird hier reingeportet. Das ist sehr cool, finde ich einen sehr coolen Übergang. Und dass man auch die Option hat zwischen Datei wählen oder Fortsetzen, finde ich auch mega gut. Weil, wenn man halt als Einziger an der Konsole spielt, kann man einfach direkt auf Fortsetzen, anstatt dann erst Datei wählen, dann da draufklicken und dann lädt es rein. Ja, so ist das direkt viel schneller. Man kann einfach direkt loslegen. Und jetzt weiß ich gar nicht. Ich habe schon etwas länger nicht mehr aufgenommen. Einen Moment. Ich weiß gar nicht, ob wir hier jetzt in die Häuser reingeschaut haben. Ich glaube nicht. Nee, ziemlich sicher nicht. Das kommt mir gar nicht bekannt vor hier. Alles klar. Dann lasst uns mal hier in das Buch reinschauen. Oh, was? Was ist das denn? Kann man hier so Demo-Games spielen? Kirby Star Allies. Mach Feinde zu Freunden mit Freundherzen. Vereine Power von Freunden, um mächtige Freund-Power zu kreieren. Rette die Welt für bis zu 4 Spieler, die sich Joy-Con-Controller teilen. Frühere Abenteuer. Also das ist cool. Das ist echt cool. Oh, Moment. Musik. Ah, so cool, ey. DDDs Theme ist nice. Das ist richtig cool. Hier kann man schlafen. Okay, kann man es auch Feuer anmachen. Okay. Schlafen. Kirby wird zum Schlafsack. Cool. Und jetzt kann man einige... Ah, okay. Ich dachte, man kann einige Zeit jetzt nicht mehr schlafen. Dass das vielleicht irgendwie so ein Rücksetzpunkt ist und einem HP wieder gibt oder so. Keine Ahnung. Hätte ja sein können. Und da drüben die Gebäude haben wir, glaube ich, auch noch nicht begutachtet. Kann man wie in Super Mario Galaxy? Ja, Mann. Cool. Man konnte ja auch in Super Mario Galaxy 2 durch den Schornstein vom Schiff nach innen gelangen. Kann man hier auch. Das ist cool. Jetzt, da immer mehr Stadtbewohner zurückkehren, kommt wieder ein bisschen Leben in das Örtchen. Yo. Die anderen Waddledees haben mir gesagt, dass sie deine Hilfe wirklich zu schätzen wissen, Kirby. Und auch ich helfe gern. Falls du mal einen zweiten Spieler suchst, ruf einfach das Pausenmenü auf und sag Bescheid. Okay. Was ist hier? Oh. Eine dicke Münze, okay. Wie weit hoch können wir? Da noch nicht. Aber wir können jetzt... Ah, okay. Nee, das ist außerhalb der Map. Hier können wir aber jetzt rüber. Und das bringt was? Ist hier drüben noch ein Gebäude? Ja. Hier ist noch eins. Und hier ist ein Secret. Ein Sternjuwel! Ja, cool! Also wir kommen hier tatsächlich hoch. Okay, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, okay, kommt man anscheinend doch nicht hoch oder noch nicht hoch. Aber jetzt ist es anscheinend soweit. Und hier ist noch etwas. Und wir kriegen eine grüne Münze. Ich weiß gar nicht, wie... Ach, Mann, bin ich blöd. Moment, man kann hier aber wieder hoch. Neuerdings. Okay, nice. Ich weiß gar nicht, was die einzelnen Münzen wert sind.
klappen. Aber ich denke, ich werde da noch ein Gefühl für entwickeln. Ich weiß gar nicht, ob wir schon im Kino waren. Aber schauen wir auch gleich rein. Waddle Dee Lieferservice. Hallo und willkommen beim Waddle Dee Lieferservice. Wir liefern Geschenke direkt bis an die Haustür. Sollst du Geschenkcodes finden, kannst du sie hier eingeben und wir bringen die entsprechenden Geschenke ruckzuck zu dir nach Hause. Apropos Geschenkcodes. Ein paar von ihnen sind hier bei uns in der Stadt versteckt. So halte ruhig die Augen offen. Ach ja, und manche werden sogar online bekannt gegeben. Wir müssen nur eine Online-Verbindung herstellen, um sie einzulösen. Ja, dann mach das mal. Willst du gleich mal ausprobieren? Aber sicher willst du das. Ich habe einen Geschenkcode an der Hauswand gegenüber hinterlassen. Nimm die Wand am besten gleich mal genauer unter die Lupe. Okay. Da bin ich mal gespannt. Also hier scheinen ja echt allerlei Secrets zu sein. Das finde ich echt geil. Alle Geschenkcodes, die du hier in der Stadt findest, kannst du auch offline eingeben. Toll, oder? Du besitzt nicht zufällig schon einen Geschenkcode? Ich möchte mal schauen. Alles klar, dann gib bitte den Geschenkcode ein. Ah, okay. Es wird also diese ganz normale Tastatur aufgerufen. Ich dachte nämlich, hast du es dir anders überlegt und möchtest nun doch keinen Geschenkcode eingeben? Nein, nein. Ich möchte auch nochmal ausprobieren, was passiert, wenn man das macht. Hoppla, ich glaube, du hast einen falschen Geschenkcode eingegeben. Versuch's nochmal. Eins und dann... Ah, okay, geht nicht. Vielen Dank, komm gern wieder vorbei. Okay, dann schauen wir mal, wie es aussieht. Denn hier... Was ist... steht denn da geschrieben? Mal sehen, First Password. Ist das etwa ein versteckter Geschenkcode? Okay, man muss mit... Elfilin reden. Das ist ein bisschen nervig, dass man mit Elfilin dann reden muss. Aber okay. Kriegen wir hin. Wenn ich das hinterher dann alles off-cam suchen muss. Solltest du einen Geschenkcode besitzen? Ja, ja. Machen wir direkt. Alles klar, gib ihn bitte ein. Jo. Hier mit der, mit dem komischen Keyboard. First. Password. Ah, okay. So. Und so. Zack. Prima, dieser Code ist gültig. Dein Geschenk ist unterwegs und sollte bald vor deinem Haus liegen. Okay, nice. Dann los. Dann schauen wir mal, was da so drin ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man irgendwelche Verkleidungen oder so... Oh, oder wie... Wie in den alten Spielen, bei Triple Deluxe war das, glaube ich. Und bei Mouse Attack war das auch so. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann abgeschafft wurde, aber man konnte Kirby einfärben. Das wäre mega cool, wenn man das wieder machen könnte. Ein Geschenk mit diesem Geschenkcode traf ein. Und hielt Sternmünzen. Ja. Ah, okay. Ich meine, das ist ja auch der erste Code. Der war ja quasi geschenkt. Als die Waddle Dees nach und nach entführt wurden, dachte ich schon, ich würde wieder allein enden. Dann traf ich dich, Kirby. Du hast dich so sehr ins Zeug gelegt, um alle zu retten und die Stadt wieder aufzubauen. Vielen Dank. Danke aus tiefstem Herzen. Okay. Ich dachte, hier wird ein Geschenkcode sein, aber anscheinend nicht. Ab sofort findest du auch die Spezialpower Hammer in meinem Laden. Stimmt! Die haben... Schlaf, Alter! Ah, oh Mann, ey. Was?
Wir haben ja mit dem Hammer aufgehört. Stimmt, stimmt, stimmt. Deswegen war ich auch gerade so verwirrt, weil... Ja. Wir haben halt die Power verloren und dann wusste ich nicht mehr, wo wir waren. Macht Sinn. Okay. Und Kirby kriegt Leben wieder. Tatsächlich. Das habe ich, das habe ich nicht gesagt, als wir die Spezialpower eingesammelt haben. Aber ich denke, es wird sowieso jeder gesehen haben. Also, ja. Wie dem auch sei. Lasst uns mal den nächsten Level zocken. Und ich... Am Moment, habe ich hier noch gar nicht... Ich habe das noch gar nicht nachgespielt. Oh. Ja, okay. Egal. Mache ich später. Nach dem Part. Betoninseln. Okay. Strand, Fabrik gemischt. Da habe ich Bock drauf. Rette die versteckten Waddle-Dees. Ja, also so wie immer. Und die wirklichen Aufgaben sieht man nicht. Okay. Boah, das ist cool. Das sieht so cool aus. Vor allem, wie blau dieses Wasser einfach ist. Und im kompletten Kontrast dazu. Einfach diese Fabrik. Die rostigen Teile hier. Ah, das sieht so cool aus. Ich habe generell beim Bearbeiten von meinem Video... Zum Teufel? Achso. Ich habe generell beim Bearbeiten von meinem Video bemerkt, wie cool ich eigentlich das Artstyle hier finde. Also, nicht Artstyle, das Design hier von der Wasserwelt. Im ersten Level habe ich das gar, also als wir ihn gespielt haben, live so. Habe ich das gar nicht gesagt? Oh, irgendwelche Teile, okay. Habe ich das gar nicht gesagt. Aber jetzt möchte ich das gerne nachholen. Ich finde das echt extrem schön. Hier, diese Wasserwelt. Und den Strand. Der Strand war mega schön. Hier jetzt mit der... Nein, nein! Oh, das war dieses komische... Diese komische Inferno-Fähigkeit, die ich meinte. Können wir den Level nochmal? Abschnitt verlassen. Wir müssen nochmal verlassen. Sorry. Sorry dafür. Wir speeden da gleich direkt durch. Aber ich möchte das unbedingt zeigen. Das war genau die Inferno-Fähigkeit, die ich gemeint habe. Und ich hoffe, es gibt jetzt auch wieder die... Ah, cool. Man kann einsaugen, während man schwimmt. Ich hoffe, es gibt auch wieder diese Popstar-Fähigkeit. Alter, was? Okay. Ja, aber wir müssen die ablegen. Wir wollen ja hier... das Vieh einsaugen. Alter. Kugelblitz. Okay, früher hieß es Inferno. Alter. Ah, das ist so cool. Das kann man, wie gesagt, einmal benutzen. Und dann war's das. Und das scheint es ja öfters zu geben. Was ist, wenn man gedrückt hält? Aua. Holy shit. Oh, das ist cool. Frag mich, ob das einen, wie viel Damage das an einem Boss macht. Oh, nice.
Ah, und hier ist der erste Waddle Dee. Zack. Haben wir. Die Musik ist übrigens sehr chillig. Finde ich nice. Okay. Habe ich auch gar nichts zugesagt zu der Musik. Da halt nur sehr wenig. Oh, ist das eine Fähigkeit? Oh ja, cool. Bohrer. Obwohl das auch eher so eine Gag-Fähigkeit ist, ne? Ja, schon. Schon irgendwie. Cool. Oh. Wir können hier nach Schätzen graben am Strand. Ja. Ist auf jeden Fall eine coole Idee. Aber so zum Kämpfen ist die, glaube ich, echt nicht gedacht. Vielleicht gibt es hinterher noch einen Level. Wo das. Nein, ich dachte, man könnte da noch rausspringen. Okay. Vielleicht gibt es hinterher noch ein Level, wo die Fähigkeit mehr benutzt werden muss. Oh, oder... Ah, okay. Vielleicht erkennt das Spiel... wenn man einen Gegner angreifen möchte. Hat zumindest gerade so ausgesehen. Okay, nice. Und es ist das eingetroffen, was ich eben gemeint habe. Und man kann sich sogar vor Sachen verstecken. Das muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten. Man hier so durchgraben kann und ja. Dann kann man sich halt vor irgendwelchen Kanonenkugeln verstecken, vor Gegnern und so weiter. Vollstopfen. Let's go. Ah, okay. Man kann hoch oder runter. Aber das war's. Ausspucken. Oh, okay. Nice. Hier war das letzte Teil und wir sind an einem vorbeigerannt, aber ich glaube, das war hier rechts. Da hinten, ja. Ja, okay. Na. Einen Moment. Ja, zur Musik. Wie gesagt, sehr chillig. Ich möchte natürlich immer darauf achten, dass ich was zur Musik sage. Weil ich es auch sehr wichtig finde. Dass die Musik gut ist. Ich finde, die Musik ist immer in Spielen ein sehr wichtiger Teil des Spiels. Das fand ich zum Beispiel in Breath of the Wild etwas schade, als das angekündigt wurde. Dass es nicht mehr wirklich so Musik geben wird, sondern eher nur noch so Ambient-Musik quasi. Aber nicht mehr so in jedem Abschnitt irgendwelche coolen Songs. Das fand ich da sehr schade, weil ich fand auch immer, dass die Musik in Zelda-Spielen... Keine Ahnung, das hat den Spielen einfach ihren Charme verliehen. Das ist so, wie wenn man jetzt sagen würde, ja, wir machen jetzt ein Mario-Spiel. Eher mit Ambient-Sounds oder mit Ambient-Musik. Stellt euch mal zum Beispiel Odyssey vor. Nur mit Ambient-Musik. Nicht mit richtigen Soundtracks, sondern halt echt nur mit Ambient-Musik.
Das fand ich halt etwas schade, als das angekündigt wurde. Als gesagt wurde, ja, nee, es wird nicht mehr wirklich Musik geben, sondern halt eben nur noch diese Ambient-Musik. Wie schon fünfmal gesagt. Ja, aber gut. Was soll's. Und wo ich es gerade sage, oder anspreche mit Breath of the Wild, wir müssen ja noch Hyrule Warriors zu Ende spielen. Und da möchte ich... Was zum Teufel? Ah, okay. Ja, Mann, wie geil. Da möchte ich halt alle Crocs einsammeln. Oh, das kann man verkacken. Glaube ich. Glaube, das kann man verkacken. Und muss mein Level nochmal spielen. Okay. Da möchte ich alle Crocs einsammeln und das dauert, Leute. Das dauert ziemlich lange. Das ist so, dass man... Nein, 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 Kirby, rette dich. Holy shit. Das ist so, dass man an jedem Level nochmal neu spielen muss. Und ja, das ist halt irgendwie nervig. Deswegen weiß ich nicht, wann wir das abschließen werden. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wo wir weiter... Also, nicht wo wir weiter müssen, sondern wo wir den Waddle Dee finden. Habe ich hier irgendwo was... irgendwo was übersehen? Was, waren wir hier? Waren wir hier schon? Wir sind wahrscheinlich von unten hier hochgekommen, ne? Ja. Ja, gut möglich, dass ich den übersehen habe. Ich glaube, runter können wir auch nicht. Ja, keine Ahnung. Dann werde ich das nachspielen müssen. Oh, cool. Grabe eine Maxi-Tomate aus. Nice. Okay, haben wir. Und hier ist das Ende des Levels. Grüße 3 Seevögel. Okay. Das habe ich schon wieder nicht mitbekommen. Obwohl ich da eigentlich besser drauf achten wollte. Erreiche die Insel der Schätze. Ach komm schon. Und wir haben auch nur eine Kapsel, ne? Ey, ich hab doch überall... Obwohl, ich hab sehr viel gelabert, ne? Ja, okay. Denke, weil ich so viel gelabert habe. Habe ich auch einige Sachen verpasst. Hier drüben ist doch bestimmt was. Ja. Hat man direkt gesehen. Du hast ein verstecktes Portal zu einer Straße der Schätze entdeckt. Mal sehen, was sich auf der anderen Seite erwartet. Ja, wir haben diesen Part schon einiges gemacht. Deswegen würde ich sagen, wir sparen uns die ganzen anderen Sachen für das nächste Mal auf. Beziehungsweise nicht unbedingt fürs nächste Mal, aber für einen der nächsten Parts. Oh, hier ist auch noch was. Alles klar. Sehr gut. Ja, und hier kommen wir sogar noch gar nicht weiter.
weil es von den Wolken verdeckt wird. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde die beiden Level nachspielen. Hier das und das. Und dann geht's beim nächsten Mal. Was halte? CR gedrückt, während du den Control Stick neigst. Ein klein wenig schneller bewegen. Ja? Okay. Das ist geil. Okay, cool. Nice. Aber warum kriegen wir das denn jetzt, erst jetzt gesagt? Naja, was soll's. Hä? Moment mal. Ah ne, hier ist der nächste Level. Ich dachte da drüben. Oh, Moment. Hier ist auch noch was. Alter, was war denn das für eine Münze? Na gut. Es geht dann beim nächsten Mal bei der Klettertour auf dem Zementgipfel weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.